Als Landeskommandant Stellvertreter des Südtiroler Schützenbundes überbringe ich diese Grußbotschaft an alle Tiroler, denen die Freiheit etwas bedeutet, als Auftakt zu einer Reihe von Aktivitäten und Veranstaltungen in der Woche der Freiheit. Wir Schützen aus allen Tiroler Landesteilen wollen gleichzeitig Akzente setzen für mehr Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Die Feuernacht von 1961 im südlichen Tirol wird unvergessen bleiben. Die Luft war vor 60 Jahren explosiv geladen. Mutige Männer im Land wollten damals Zeichen setzen und die Welt auf Ungerechtigkeiten und kulturelle Unterdrückung im südlichen Tirol aufmerksam machen. Aktionen, Verhaftungen, unmenschliche Folterungen und langjährige Haftstrafen waren der Preis, den diese Frauen und Männer zahlten. Die Feuernacht bewirkte auch einiges Nachdenken und Umdenken in der Politik. Endlich rührte sich etwas, denn es war nicht alles umsonst. Heute, nach 60 Jahren, wollen wir aus der Geschichte lernen und an die Zukunft denken, vor allem an das Wohl unserer Kinder. Es geht um Freiheit, um mehr Entscheidungsfreiheiten, nicht nur in weiter Ferne, sondern jetzt. Welche Optionen haben wir, um unsere Autonomie abzusichern und auszubauen? Wie kann Österreich dabei helfen und Bestandteil eines neuen Autonomieprozesses sein, der zu mehr Autonomie und zu mehr Eigenständigkeit führt? Nicht nur für Südtirol, sondern auch für Welschtirol und für das Bundesland Tirol. Vielleicht sogar vereint in einem freien Europaregion Tirol. Wir denken ergebnisoffen über unsere Zukunft nach und wollen die Alternativen durchdenken, die zu einer sicheren Autonomie oder mehr Unabhängigkeit führen. Nach dem Motto, geht nicht, gibt's nicht. So wünsche ich allen Teilnehmern bei den Tagen der Freiheit ein gutes Gelingen, dass sich viele mit diesen Themen auseinandersetzen und dass wir gemeinsam neue Bausteine finden und unser Tirol in Frieden und Freiheit aufbauen.